Oh, Leute. Was soll das denn? Warum wollen denn jetzt schon wieder die Endzeitkultisten was von mir? Nerv mich doch nicht, ey. Junge, 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 ist das lästig. Was geht ihr mir auf die Nüsse? Da machst du dir ja gar nichts, gar keine Vorstellung von, was ihr mich nervt. Jetzt habe ich nur so ein bisschen Munition. Ah, das ist auch nur eine Muskete, okay. Die Bruderschaft der Endzeit, ja. Herr im Himmel. Kommen die jetzt von da oder was? Oh, das sieht schwer danach aus, als würde die Bruderschaft der Endzeit von da hinten kommen. So, den ersten Bruderschaftskandidaten habe ich erschossen. Kommen aber noch mehr. Das dauert allerdings einen Moment, bis die da sind. Na klar, sie sind jetzt alle hungrig. Geht ruhig was essen. Anubis macht ja auch. Der macht ja da auch mit. Was ist denn hier? Warum ist denn hier denn Danger? Ah, da steht ein Reptile rum. Kein Problem. Euch knall ich auch von da hinten weg. Ihr wolltet mir hier einen präsentieren. Ne? Das habt ihr euch schön so ausgedacht. Den Bums. Aber wirklich, das habt ihr euch so richtig schön, habt ihr euch das ausgedacht, ne? Ja, ja. Ah, ich glaube, hier ist jetzt Krieg. Bin mir aber etwas unsicher. Ja, ich meine, wenn du nicht willst. Ich habe jetzt auch eine legendäre Sphäre, aber gucken, was du machst. Der Legend Killer. Was ist ein neuer Auftrag? Ah, ihr pennt alle. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich will das nicht aufheben. Was macht denn ihr da oben jetzt? Ah, Leute, muss ich jetzt auch noch echt dazu hinterher rennen, damit der irgendeiner hat einen Knochenbruch. Da muss ich dann auch mal was machen. Denke ich. Bei Knochenbrüchen muss ich wohl mal einschreiten. Flüchtet ihr schon oder was ist jetzt hier? Was ist euer Begehr? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich sein soll. Die stehen alle hier so verbuggt rum. Ah, die sind tatsächlich geflohen. Ich muss mal gucken wegen dem Knochenbruch. Wegen dem Knochenbruch muss ich mal gucken. Ich könnte noch ein bisschen Eisen einsammeln. Das könnte ich machen. Das wäre möglich. Oh, warte mal, ich habe hier so Zeug dabei, aber ich habe gegen Knochenbruch habe ich jetzt nichts. Ne, Knochenbrüche kann ich nicht heilen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, die Pillen. Ja, pass mal auf, ich muss erstmal ganz kurz den fliegenden Vogel suchen. Mit dem fliegenden Vogel, das ist auch ein gut Deutsch. Der fliegende Vogel? Licht hier. Der fliegende Vogel. Kann ich dich aufheben? Geht das? Okay, nee, geht nicht. Josie ist gesperrt. Okay, ich kletter mal kurz hier rauf. Hier, das war gegen Knochenbrüche, ne? Ja. Nimm das mit. Und dann gehen wir ganz kurz zurück. Die ist ja, glaube ich, wach. Zumindest bilde ich mir das ein, dass die das ist. Da läuft sie rum. Komm mal gerade her, Lorana. Ja. Nasch das mal, damit dein Knochenbruch geheilt ist. Guck mal, was die für merkwürdige Geräusche macht, ne? Eigentlich bin ich ja deswegen hier. Allerdings werde ich da vielleicht eher mal die Schildkröte auswählen für. Ah, wobei das jetzt auch ein bisschen doof war, ne? Ich bin ja schon voll mit Zeug. Ja,
Item. Dann jetzt Schnellreise und Inventalia machen. Ist richtig gut. Das ist so richtig eine Aufnahme, in der gar nichts so richtig gut funktioniert. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ah, ich gehe jetzt schlafen, damit die aufwachen. Damit ich das Überfressen versuchen kann zu heilen. Hm, haben wir hier irgendwas, was fertig ist? In 7 Minuten ein Ei mit Heiß. Wo ist denn der Vogel hin? Komm mal her. Hier, ich will mal gucken, ob ich dich gefüttert kriege. Bleib mal hier. Ob das so eine Art Depression ist, ah, das hatte wohl damit zu tun, okay. Dann sind wir jetzt klar, oder was? Gut. Das finde ich jetzt auch, das ist eine gute Entscheidung, dass du dich dazu durchgerungen hast, jetzt wieder. Ah, das weidet. Ich hatte gedacht, das liegt jetzt tot im Gemüse, das Alpaka. Hm. Oh, da haben wir unseren ganzen Eisenschrott eingesammelt. Dann gehen wir mal in die Kiste lunsen. Was habe ich denn? Ja, nehm mit. Ist ja egal. Hier haben wir noch das Ding, das nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir mal in der anderen gucken, ob da noch was drin ist. Bisschen Gold. Was fehlen. Nimm mit. Da hinten kommt ein Wolf. Der gehört nicht zu mir. Das kann ich euch schon mal verraten. Den werden sie gleich hoffentlich. Also nee, wenn er keinen Stress macht, nicht, ne? Gut, jetzt habe ich hier noch eine Oase gebaut. Die sieht auch ein bisschen hässlich aus. Ich wollte jetzt das hier rin räumeln. Dann muss ich mein Inventar sortieren. Und zwar müssen die Medikamente wieder hier rein. Bums. Und dann können wir das hier rein tun. Bums. Und das hier rein. Bums. Und da machen wir die Polymerplatte da rein. Bums. Und das machen wir hier rein. Auch Bums. Bums, Bums. Das habe ich denn da? Sturmgewehrmunition, glaube ich, ne? Ja, das können wir mal da rein machen. Ich kann schon ein Sturmgewehr bauen, aber ich glaube, dass es ein Problem ist, wenn du keine Munition dafür bauen kannst. Ist wahrscheinlich tendenziell dann schwierig. Der Stein hier rein und der ganze Rest noch. Und dann fahren wir kurz zum Händler. Und zwar, oh Gott, ich kann mir das nie merken. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich weiß schon wieder nicht. Ne, hier ist es nicht. Verlassene Kirche. Kleines Dorf da. Auch überraschend ist, dass ich jetzt 2 Stunden aufnehme und das ist noch nicht abgestürzt. Das ist in der Tat auch ein bisschen überraschend. Ja, ich möchte gerne was verkaufen, wenn es denn geht. Und zwar das seltene Fell, das und das. Das möchte ich gerne verkaufen. Hier kannst du die Pfeile kannst du auch haben. Auf die Pfeile kann ich auch kacken. So, da sind wir. Jetzt könnten wir, ich mach mal ganz kurz nach hier hinten. Damit ich vielleicht auch nochmal irgendwas einigermaßen Produktives erledigt habe, anstatt immer nur doof rumzustehen. Wir haben Hitze. Okay, zieh das mal an. Und zieh mal die feuerfeste Unterwäsche an. Ah ja, da drüben haben wir die. Alles klar, ich kann mich erinnern. Ich bräuchte jetzt mal meinen Vogel. Ich wollte ja mal irgendwo Neues hin. Pass mal auf. Wie sind wir denn jetzt hier so ausgerüstet? Ist das die Richtung? Das ist die Richtung, in die wir holen. Alles klar, ich erkunde jetzt mal hier so ein bisschen. Guck mal, da oben ist direkt mal ein Ei. Na, wenn Disney direkt gut losgeht, da unten ist ein Reptyro. Ja, Feuer gegen Feuer macht halt gar keinen Sinn, ne? In der Theorie, aber ich werde da dafür immer ausgelacht von Leuten, die sich da so in meinem privaten Umfeld aufhalten. Die das immer so nett kommentieren. Und mir dann erzählen, oh, das bringt ja gar nichts. Wäre ich so völlig doof. Manchmal bin ich das ist wahr. Ja. Ich gebe das ja auch zu, ganz offen. Bin ich jetzt hier in die richtige Richtung unterwegs? Ja, das bin ich, das ist gut. Kann ich auf Anubis eigentlich, kann ich auf dem nicht, ne? Das wäre natürlich dann so Endlaser. Move Anubis hier durchs.
So, oder da steht einer, der ist. Dem schieße ich mal an seinen Anzug. Und dann ist er explodiert, aber. Oh, hallo, lass das. Bitte keine Flambierung. Da ist ein Wurm. Wir haben Stress mit einem Wurm. Und hier ist auch noch irgendein Bruderschaftsonkel rummache. Der macht aber da hinten rum. Anubis, bist du auf dem Weg? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich könnte es rausfinden, aber. Ich weiß nicht, was mein Anubis da macht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal ganz kurz oben gucken. Vielleicht ist ja hier auch was Schönes. Nee, hier ist nichts. Aber was Anubis macht, habe ich keinen Plan. Hier ist eine Kiste. Anubis? Wo bist denn du hin, du Trottel? Machst du Stress mit dem? Irgendwo ist der da hingelaufen. Der macht da hier irgendwo rum, der Knallkopf. Hä? Der macht mich fertig. Der macht mich wirklich fertig. Ich muss hier zum Bruderschaftsonkel. Wo ist denn der? Der hier rum? Ah, hier macht der rum. Der Bruderschaftsonkel ist heiß wie Frittenfett. Und ein ziemlich toter Bruderschaftsonkel ist er noch dazu. Da ist ein riesiges Ei. Riesige Eier nehme ich mit. Das sind sogar viele riesige Eier. Kannst du mal ganz kurz herkommen? Hier oben ist noch ein Ei. Ich will nicht sagen, dass ich eine leichte Sucht danach habe, die einzusammeln, aber das ist, das hat sich entwickelt. So, Ei. Was kann das jetzt hier? Was gibt's hier? Hier ist eine Küste, das ist alles, was es kann wahrscheinlich, ne? Wir können uns da jetzt mal so ein bisschen dran lang bewegen. Da unten ist noch ein Ei. Ich bewege mich da jetzt mal kurz dran lang. Und denn, Antenne. Heißes Ei. Ei ist heiß. Haben wir noch alles noch? Dürft euch nicht wundern, es gibt keinen In-Game-Sound gerade. Er ist noch da, aber gerade ist hier nichts los. Weiß eigentlich auch nicht, warum. Es erscheint selbst mir ziemlich leise. Ah ja, da passierte was. Irgendwie fehlt das Fluggeräusch, ne? Bilde ich mir das ein. Oha, was ist denn da los? Was ist denn da? Das Fluggeräusch fehlt, ne? Das bilde ich mir jetzt nicht ein, oder? Es ist einfach kein Star gerade, ne? Ja, stürzt ab, ich weiß. Merkwürdig. Merkwürdig. Ich weiß nicht, gehe ich da oben jetzt gucken? Ja, mache ich halt, ne? Da ist ein Ei, das lasse ich jetzt mal da. Ich habe ja schon wieder ein paar eingesammelt. Auch wenn das meinen inneren Monk hart triggert und der sagt, du hättest das Ei besser mitnehmen sollen. Ich will jetzt mal da reingucken, was da Phase ist, was das kann. Ob ich da sterbe. Also, das könnte vermutlich auch dauern. Hier ist ein Baum, da ist ein Reptyro. Ich mach mal hier eine Umänderung der Situation auf meinen Anubis. Da ist so ein Skillbaum. Anubis ist. Mach was. Okay, das solltest du nicht machen. Ich wollte ihn einfangen. Aber jetzt okay. Wenn du der Ansicht bist, dass das richtig ist und dass man das so macht. Moment. Ich könnte reiten auf Anubis. Wir könnten auch den richtigen Anubis killen. Das würde auch gehen. Oh, da steht. Ist das eine Kiste? Nee. Okay, ich will nicht wieder zurücklaufen. Ich möchte ja
Ah, da hinten ist ein Wurm. Da oben ist irgendwie Eisen wahrscheinlich, denke ich. Da sind noch mal so ein paar von diesen Seppis. Ja. Warte kurz. Ich habe auf den geschossen. Jetzt kannst du den Rest übernehmen. Alter, hat er die jetzt? Die hat er jetzt instant gekillt. Also den einen, das war ich, den habe ich angeschossen, aber den anderen, den hat er jetzt schon rasiert, der Kollege. Ja, die geben Feuerdrüsen und Polymerplatten. Okay, das finde ich in Ordnung. Da hinten war aber noch ein Wurm und Wurms brauche ich. Ich schieße schon mal auf den, damit er weiß, dass ich ihn haben will. Kommst du? Ja, er kommt. Anubis ist schon heiß wie Kettenfett. Frittenfett? Nee. Fette Fritten? Anubis hängt unten da irgendwie fest. Oh. Wir haben Probleme mit Würmer. Ja, entspann dich mal. Ist ja alles gut. Kann ja mal vorkommen. Sag mal, Anubis. Was ist denn dein Job? Mach mal mit hier. Aua. Bei der Sache. Ach, jetzt sollst du den doch nicht killen. Ich war doch schon am Werfen. Wenn du drin bleibst, hast du Glück. Wenn nicht, hast du Pech. Dann kill dich, Anubis. Wird so kommen? Ich konnte nochmal werfen. Das ist schon mal ein Luxus. Ich konnte nochmal. Wir nehmen mal das legendäre Ding, mal gucken, was dann passiert. Ob er dann drin bleibt. Okay, das war nochmal so ein schicker Wurm für mich. Ja, nur auf dir kann ich leider nicht fliegen. Das ist deine einzige Schwachstelle bis jetzt. Dass ich auf dir nicht fliegen kann, wenn du auch noch. Was ist denn da? Da geht's doch runter. Das sehe ich doch. Lass uns mal gucken gehen. Achso, das ist nur so ein. Ah ja, okay, das ist jetzt viel weniger spektakulär, als ich erhofft hatte. Kommt der Vogel jetzt wieder? Hallo? Ah ja, okay, wir setzen uns dann da oben drauf. Ich fliege jetzt mal. Das da rein ist der Plan. Das ist da hinten das Schwefel. Da läuft Kelpsis rum. Läuft. Und dann werden wir mal da in das Gerät hier rinlunzen, was da so Phase ist. Da werden wir uns vorher aber kurz erholen und dann werden wir wahrscheinlich ganz frisch erholt, also ich in dem Fall, sterben. Ihr werdet bei der ganzen Sache ja nur ganz heiß zugucken und euch kaputt lachen. Hier ist jetzt, was ist denn das für ein Laden hier? Ach, guck an, das ist nur eine Mauer. Aber da unten sind ganz viele Ragnarhawks. Ragnarhawks sind da. Oh, hier ganze Eisenfarmen. Und dann ist hier wieder ein Tempel der. Ach nein, ich stürze den noch genau vor der Nase. Das war jetzt nicht mein Plan. Steigen. Ja. Hol mal den Kollegen raus. Ja, ich fange mal Streit an mit denen. Ich halte das für einen Riesenplan. Für einen Riesenplan. Aber der erste, den hat schon gerissen. Bräuchte vielleicht. Da unten ist was zum Lesen. Das ist ja super. Bleibt der da drin? Tatsache. Das war mein zweiter erst. Da brauche ich wohl noch ein paar. Hier unten kann ich was lesen. Ich gehe mal was lesen. Mal gucken, was ich lesen kann. Aufheben. Das ist Axels Trevor's Travers Tagebuch. Das nennen wir einfach so. Da muss ich mal ganz kurz in meine Notizen schauen. Hier ist schiffbrüchig Tag 12. Habe ich auch noch. Tag 12 2. Während einer kurzen Pause überdenke ich meine Vermutung, kann mir aber keinen Reim auf diese Leute machen. Wenn sie genau wie ich von der Außenwelt kommen, ist es seltsam, dass es so viele von ihnen gibt und trotzdem keinerlei Infos zu dieser Insel nach außen gedrungen sind. Wahrscheinlich ist, dass es sich tatsächlich um Nachfahren der antiken Zivilisation handelt, die um ihr Überleben kämpfen.
Das Rätsel, warum sie mit modernen Waffen bewaffnet sind, bleibt ungelöst. Möglicherweise haben sie unabhängig von uns ihre eigenen Feuerwaffen entwickelt. Es könnte aber auch sein, dass sie angespülte Objekte zu reproduzieren gelernt haben.